Hallo Leute! Ja, ich hoffe, sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Bekanntlich heißt ja, alles neu macht Januar. Und da es auch kalt ist im Januar, haben wir uns erstmal neue Mützen besorgt. Auch Micha hat eine neue. Gut, und gut ausgerüstet werden wir euch mal unsere neuen Ideen präsentieren. Einmal könnt ihr es bei uns im Lasertag-Bereich buchen, einen Shooting-Parcours. Dafür haben wir 21 Ziele im gesamten Lasertag-Bereich verteilt. Dies gilt in kürzester Zeit zu treffen und natürlich das Ganze auf Zeit. Das heißt, wer es in kürzester Zeit schafft, kommt in unsere Bestenlisten und kann sich dann da auch hocharbeiten, wo man genau sieht, wer es auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 etc. Das Ganze wird entweder mit einer Pistole von uns passieren oder auch mit einem Gewehr, je nachdem. Aber ihr könnt auch eure eigenen Sachen mitbringen. In den Bestenlisten wird auch immer dazu geschrieben, mit welchen Markierer das Ganze gemacht wurde. Also da überhaupt kein Problem. Genau, geht einmal durch den Lasertag-Bereich nach oben. Von hier aus sind es grüne Ziele. Dann einmal oben lang und wieder runter. Kommt ihr zum roten Ziel, läuft einmal durch den ganzen Parcours durch und kommt dann hier wieder raus. Hier wird dann auch die Zeit gestoppt. Das heißt, also ihr müsst quasi wieder bis hier hinrennen. Hier ist Start und Stopp. Während des Parcours wird immer jemand von uns mitlaufen. Das Ganze zählen: einmal, wie viele Ziele trefft ihr und wie lange braucht ihr. Also quasi, dass wir immer einen Schiedsrichter mit dabei haben. Für nicht getroffene Ziele wird es natürlich Strafsekunden geben, dass man daraus dann errechnet, mit welcher Zeit man ankommt. Ebenfalls als Schwierigkeit habt ihr nur 21 Schuss im Magazin. Das heißt, man hat pro Ziel nur einen Schuss, den man dort treffen kann oder eben auch nicht. Wer das machen möchte, mit in unserem Bestenlistenspiel teilnehmen, sind es in der Woche 5 Euro pro Person. Ihr habt dafür 3 Versuche in diesen 5 Euro und könnt euch da messen mit den anderen. Ich denke mal, das wird eine ganz schöne Sache werden. Gerade auch über die Zeit wird man natürlich besser, je öfter man das Ganze macht, dass dann da um die letzten Sekunden gekämpft wird, wer kriegt noch ein bisschen mehr raus. Ebenfalls neu, ihr könnt jetzt bei uns im Lasertag-Bereich auch Airsoft spielen. Das Ganze auch unter der Woche auf Anfrage. Das heißt, wenn ihr da mal Bock habt, einfach mal für eine Stunde rumzukommen, haben wir uns gedacht, okay, kann man den Lasertag-Bereich nutzen. Hier machen auch 1-1er Spaß. Ist ein sehr verwinkeltes Spielfeld, ein bisschen kleiner als das Hauptfeld. Und die haben uns gesagt, machen einen reduzierten Preis. Pro Stunde 5 Euro pro Person. Das heißt, ihr kommt an, macht euch fertig, kommt hier rein, habt dann eine Stunde Zeit für euch, wo ihr euch hier verlustieren könnt, wie ihr gerne möchtet. Und habt dafür halt nur die 5 Euro, die ihr zahlen müsst. Ja, das Ganze allerdings immer auf Anfrage, da wir natürlich auch den Lasertag-Betrieb drin haben. Dass da die Termine passen, müssen wir das vorher dann alles abklären. Aber wie gesagt, habt ihr einfach unsere Rufnummer, E-Mail, was auch immer, kontaktiert ihr uns vorher und dann kriegen wir das alles hin. Genauso der Parcours, auch einfach vorher kurz anrufen, kurz nachfragen, ob er frei ist und dann geht das los. Ja, jetzt zeigen wir euch einmal, wie das Ganze aussieht. Kommt mal mit. So, hier zum Beispiel hier ist das erste Ziel da hinten in grün. Das heißt, das willst du jetzt treffen, komm hierher, geht zur Schusslinie. Zack. Einmal drauf, im besten Fall getroffen und dann geht es gleich weiter. Kommen Sie wieder zur Schusslinie, sehe jetzt hier durch das Fenster das Ziel. Zack, hole ich mir. Gehe weiter. Nächste Schusslinie, auch wieder durchs Fenster durch, hinten das grüne Ziel. Zack, geht weiter. Komme ich jetzt zur nächsten. Hier habe ich gleich 2, einmal rechts, einmal links. Heißt, ich komme hier zur Schusslinie hin, einmal, zack, zack, und dann geht es hier weiter. So, dann geht es hier nach oben und wieder auf der anderen Seite wieder runter zu den roten Zielen. Und wie das in Action aussieht, zeigen wir euch jetzt. Ich werde jetzt zum ersten Mal auch den Parcours selber durchlaufen. Mal gucken, wie ich abschneide. Stoppuhr haben wir hier. Und ja, gucken wir uns mal an. 3, 2, 1, Stopp. Thank you.
1,38. Und pro nicht getroffenes Ziel gibt es 2 Sekunden Strafe. Es waren 5. War es im Meinungsfall 50 getroffene Ziele, also quasi 10 Sekunden drauf. Wären wir jetzt bei 1 Minute 48 und 14. Ja, wer darauf Bock hat, wie gesagt, kommt rum, guckt es euch an. Mit Pistole. Wir zeigen euch schon mal das Ganze jetzt mit Langwaffe. So, da wir auch Anfragen hatten, werden wir mal so ein Shooting-Parcours machen, dass es für Pistole und Langwaffe sein soll, lassen wir natürlich beides zu. Ist auch die gleiche Wertung, wird nochmal drunter geschrieben, mit was es gemacht wurde. Denn wer denkt, dass da hier mit der Langwaffe besser dran ist, wird gewaltig, weil das hier doch sehr, sehr verwinkelt ist. Wenn es im Video nicht so rüberkommt, wenn man auf die Ziele trifft, kommt ein metallisches Klirren. Ist klar zu unterscheiden, wie wenn ich eine USB-Platte treffe. Weiß nicht genau, wie es im Video rüberkommt, nur wenn ihr hier vor Ort seid, dann habt ihr auf jeden Fall da einen Unterschied. So, jetzt selber Parcours, Langwaffe. Okay, 3, 2, 1, Start.1,33,9 bei insgesamt 6 verschossenen Zielen. Nach 12 Sekunden auf, 12 Sekunden, die draufkommen, sind wir bei 1 Minute 45,90. Ja, habt schon gesehen, je öfter man es macht, desto besser wird man. Also kommt vorbei, probiert's aus.